den Patriarch sagen, dass die Sache mit den Schlägern aktualisiert ist. Nicht aktualisiert ist, erledigt ist. Wo geht's da eigentlich hin? Wo geht's hier hin? Hier geht's irgendwie in die Slums oder so. Guck mal gerade auf die Karte. Ah, da geht's zurück. Gut, dann sagen wir dem Patriarchen Bescheid, holen unsere Belohnung ab und machen uns dann auf den Weg zum Marktplatz, um den FBA zu kaufen. Und wenn wir nicht irgendwo abgelenkt werden, geht's danach zu unserem Forscher. Wir haben's geschafft. Sie starkes, tödliches Monster von einem Menschen. Überall auf der Station geht die Kunde von meinem Sieg. Jetzt werden Sie mich wieder ernst nehmen. Irgendwie war der Text was anderes. Passen Sie auf sich auf, Patriarch. Leben Sie wohl, Mensch. Übrigens, hüten Sie sich vor Aria. Sie finden vermutlich gut, was Sie getan haben. Aber das ändert sich, wenn Sie das Gleichgewicht auf Omega ändern wollen. Ich glaube, das erinnert Sie zu sehr an Sie selbst. Gut, dann holen wir uns die Belohnung ab. So, Chris, hallo. Aria will mit Ihnen reden, Mensch. Sie hat gehört, dass Sie sich selbst über Killer entfernen. Es heißt, Oracles Krant hätte die Männer ausgeschaltet, die ihn töten sollten. Witzig, ich wusste gar nicht, dass er einen Krant hat. Der Patriarch hat mehr Einfluss, als Sie glauben. Verstehe. Na gut, dann sollte ich wohl in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Das hatte ich zwar nicht verlangt, aber Sie haben den Job erledigt. Ich möchte Ihnen auch einen Gefallen tun. Wir schicken Ihnen die Koordinaten eines Lagers auf einer nicht erfassten Welt. Wenn Sie wollen, gehört es Ihnen. Ah. Wo ist der Haken? Kein Haken. Ich brauche es nicht und will nicht, dass es einfach so untergeht. Was immer Sie finden, Sie können damit machen, was Sie wollen. Danke. Vielleicht komme ich später wieder. Warum suchen Sie sich nicht ein nettes Mädchen, das Sie bis dahin warm hält? Sie sehen aus, als könnten... Wir brauchen keine Entspannung. So, sehr schön. Das haben wir auch erledigt. Dann zum Markt und einkaufen. FBA finden, hoffen wir es. Vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere Quest. Kann durchaus sein. Und dann, ja. Gucken wir mal, würde ich sagen. So, mal gucken, wo es war lang. Ich glaube, die linke Tür, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Lower Section Apartment Marketplace, da müssen wir hin. Zweifel daran bekommen haben, dass die Allianz gegen die Geldtechnologie bestehen kann. So, verrückter Prophet. Da geht's zur Quarantänezone, da wollen wir noch nicht hin. Das ist alles so unübersichtlich hier irgendwie. War da gerade irgendwas? Nee, Omega Market. Dann schauen wir doch mal, was wir da haben. Ich hab vielleicht auch was für Menschen, allerdings nicht viel. Ich bin heute in Spendierlaune. Aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden. Außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie, mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren. Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun. Aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir um den Kragen. Aha. Sie sind zurück. Sie haben wohl etwas gesehen, das Ihnen gefällt. Stimulationsleitungen? Was ist das denn?
Eine Reihe von Beryllium- und Wolfram-Schienen unterstützen verbessern die Konvention mit Mikroservos und kurzzeitig die natürliche Bewegung des Trägers. Ursprünglich von der Sirta Foundation für Sturmlaufgeschwindigkeit um 10% erhöhen? Kaufen. Ja. Trojanischer Kreuzer. Wir haben ja genügend Kohle für sowas. Präzisionsgewehrschaden. Oh, für was? 50.000? Fornax. Geld. Ich will es nicht wissen. Präzisionsgewehrschaden, den nehmen wir auf jeden Fall. Das nehme ich mit. So. Harrods Imperium? Wo geht's denn hier lang? Was? Amps? Amps? Schisk. Warum sollte ich ihm irgendwas sagen? Traue ihn nicht. Sagen Sie gewonnen, wir kennen seine Tricks. Wir haben heute niemanden getötet. Es scheint auf Omega ziemlich viele Watcher zu geben. War nett mit Ihnen zu plaudern. Aha. Was war das für... Hallo, Ken. Hallo. Haben Sie vielleicht Interesse an geborgener Tech? Jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem schrecklichen Felsen runterbringt. Ich kaufe viele Teile und Ausrüstung. Vielleicht könnten wir ein Abkommen treffen. Naja, Sie sehen ja durchaus ehrbar aus. Aber Sie dürfen Harrod kein Wort davon verraten. Versteht sich. Dann sind wir im Geschäft. Vielleicht kann ich wenigstens Ihnen was verkaufen. Was hat einen netten jungen Mann wie Sie nach Omega verschlagen? Meine Pilgerreise. Nach wenigen Tagen wurde mein Geld gestohlen. Also beschloss ich, Bergungsgut zu verkaufen. Sie sehen ja, was daraus geworden ist. Harrod zwingt mich zu hohen Preisen und ich kann mir nicht mal das Ticket leisten, um von hier zu verschwinden. Warum kontrolliert Harrod Ihre Preise? Harrod hat mich schwören lassen, dass ich ihn auf keinen Fall unterbiete. Er war zuerst hier. Also ist das sein Recht. Aber keiner kauft bei mir, weil er viel billiger ist. Ich kann nicht genug Geld für ein Ticket sparen, um von der Station runterzukommen. Ich könnte mit Harrod reden, damit er mal ein bisschen lockerer wird. Ich halte Sie nicht davon ab. Wenn Sie ihn dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen, komme ich vielleicht endlich von dieser Station runter. Sein Laden ist die Rampe hoch, in der Nähe von Marshs Geschäft. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie irgendwas erreichen. Ich muss gehen. Bitte sehen Sie an meinem Kiosk nach, was ich alles zu verkaufen habe. Und vielen Dank. Gut, dann sehen wir mal nach. Munition für schwere Waffen. Da haben wir die T6 FPAs. Auf ein schweres Hautgewebe. Langsam muss ich doch ein bisschen mit dem Geld hier aufpassen. Shepard erhält 10% Gesundheit. Klingt auf jeden Fall das, was ich auf jeden Fall kaufen werde. Damit lässt sich was anfangen. So. Harrod. Hier sind die Worscher. Jetzt schauen wir erstmal, wo Harrod ist. Das ist Marsha. Wo ist denn Harrod? Da hinten. Hier ist Harrod. Ah, okay. Reden wir mit ihm erstmal. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich. Bergungsgut. Alles Mögliche, das meiste davon legal. Voller Stolz. Ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station.
günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Erzählen Sie mir von Ihrem Deal mit dem Quarianer da drüben. Misstrauisch. Wenn es einen solchen Deal gäbe, würde ich ihn sicher nicht mit Ihnen diskutieren. Anklagen. Ich wüsste allerdings nicht, was Sie das angeht. Wir beide könnten doch einen Deal machen. Sie lassen ihn seine eigenen Preise festlegen und ich breche ihm nicht die Beine. Mit kaum verhohlener Angst. Sie sind ein harter Verhandlungspartner, Mensch. Ich habe noch nicht mal angefangen. Resignieren. Also gut. Ich enthebe den Quarianer von seinem Versprechen. Persönlich, um zu beweisen, dass es keine Feindseligkeit zwischen uns gibt, biete ich Ihnen einen Rabatt auf meine Waren an. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich. Einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Ein Kuwashi-Visor. Mit dieser Entwicklung von Ariake Technologies tauscht der Träger umfassenden Schutz gegen erhöhte Sichtweite, uneingeschränkte Beweglichkeit und erhöhte Präzision. Kopfschussschaden um 10%. Modellschiff 13 geht. Nehmen wir auch mal mit. Kondensatoren plus Platte. Die von Armax Arsenal entwickelten Mikrospeicher nehmen einen Teil der auf die Panzerung treffenden Energie auf und reduziert die Verzögerung, bevor ihre Schilde beginnen, sich zu regenerieren. Was haben wir noch? Ein Hack-Modul verdoppelt das Zeitlimit für einen Hack. Tja, hatten wir ja keine Probleme mit dem Hacken. Das lassen wir auch erstmal da, wo es ist. So, dann informieren wir mal Ken über... Ich habe gehört, dass Sie mit Harrod gesprochen haben. Ich danke Ihnen vielmals. Wenn das so weitergeht, kann ich die Station bald verlassen. Passen Sie auf sich auf. Sie auch. Ich hätte Ihnen natürlich auch das Ticket bezahlen können, aber das ist zu viel des Guten, zumal hier auch alles ja doch ein bisschen mehr kostet, als ich gedacht habe. Ich dachte, mit den 100.000, die wir hätten, wären wir gut dabei, aber offensichtlich ist das nicht so. So, was haben wir denn hier? Hi. Was wollen Sie hier? Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Was wollen Sie hier? Was ist hinter dieser Tür? Der VIP-Bereich des Clubs. Für Gäste mit dem richtigen Namen. Wollen Sie was? Ich will überhaupt nichts. Sehen Sie sich den Mainfloor des Afterlife mal an. Wird Ihnen gefallen. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir mal in den unteren Bereich, da bei den Forgers hin. Da ist eine Tür, ne? Ach, okay, hier sind wir. Dann können wir ja wieder zurückgehen. Und dann... hier lang. Müll. Mit Garrus reden? Müll? Mit Garrus reden? Was? Hier rumzulaufen macht mich ganz krank. Immer noch sterben Leute. Immer noch beuten die Starken die Schwachen aus. Nichts, was ich hier getan habe, hat daran irgendwas geändert. Tja, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Einmal sozusagen den Kreis wieder rund gemacht. Natürlich mit vielen Ecken und Kanten. Ich würde sagen, wenn wir hier auf Omega fertig sind, fliegen wir als erstes zu Anderson, um uns halt der Allianz der Menschheit mal wieder vorstellig zu werden. Und mal gucken, was die uns eben machen dürfen können. So. Dann haben wir hier Bezirkswache. Doch, sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken.
Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Vorrangig wäre es, das Problem umgehend zu lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment, mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich! Eine Quarantänezone für eine Seuche, die Turianer befällt. Warum gehen wir nicht mal wohin, wo es schön ist? Es ist sicherer, bei einer Einheit zu bleiben, die immun gegen die Seuche ist. Es ist Ihre Entscheidung, Shepard. Wenn Sie mich brauchen, wird mich ein mickriger Husten nicht zurückhalten. Bin ich jetzt mit Miranda alleine, oder ist Garrus mitgekommen? Nicht, dass er uns jetzt doch noch wegstirbt. Nee, okay, gut. Besser ist das auf jeden Fall. So, 3 Punkte. Cerberus-Agent. Zack. Hier können wir noch nichts ändern, das ist ja interessant. So, dann wollen wir mal. So, da rauskommen wir nicht mehr, ne? Macht ja auch nichts, ne? Achtung, Quarantäne. Und warum renne ich schon wieder mit gezückter Waffe rum? Okay, eine Karte kann ich auch nicht aufrufen. Munition haben wir voll. Halt, ich habe die falsche Waffe. Ich mag doch die viel lieber. Schrotflinte. Okay, so. Bestätige. Ich möchte immer mit E benutzen machen, weil das im ersten Teil noch so war. Und deswegen kann das passieren, dass die Leute von mir mal hin und wieder irgendwo hinwandern, wo ich eigentlich irgendwas aktivieren will. Okay, dann schießen wir nicht. Koreaner. Dann gucken wir uns mal hier um, ne? Medizinische Station. Munition haben wir genügend. Einmal Medigel, sehr schön. Können wir mit denen da reden? Sehr schön. Da geht's weiter. Hier geht's. Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. Das klingt irgendwie nicht so günstig. Wir wurden entdeckt. Brennende Leichen wollen wohl verhindern, dass sich die Seuche weiter ausbreitet. Bankterminal? Sollten wir wirklich ein Bankterminal hacken? Ich weiß das nicht, aber... Ja, so, was brauchen wir denn? Irgendwas mit Weiß oben. Das ist der, dann... Brauchen wir das gleiche nochmal?
Oder ist das was anderes? Das ist was anderes, Mist. Machen wir was mit viel Grün, Weiß, Blau. Dann machen wir wieder was mit Weiß oben. Blau, das. Okay, da haben wir nochmal Glück gehabt. 5000 Credits wieder bekommen, sehr schön. Bei den Munitionspreisen brauchen wir das auch. Da ist ein batarianisches Opfer.